Meine Damen und Herren, mein Name ist Matthias Lilienthal und ich bin der Gastgeber heute für die Kunstsammlung NRW. Wir haben Wolfgang Thielmanns eingeladen. Und er ist der zweite Gast in der Reihe für den Hasenkomplex. Und für den Hasenkomplex ist ja ein ganz merkwürdiger Titel. Das kommt ein bisschen aus der Schlingensief-Rezeption von Joseph Beuys durch die Arbeiten von Christoph für die Bayreuther Festspiele, wo er den Hasen und wo er auch das Verwesen eines Kaninchens zum zentralen Bestandteil seiner Parsifal-Inszenierung gemacht hat. Und daher kommt der Titel. Ich glaube, Wolfgang Thielmanns und ich und viele von Ihnen müssen ja heute wollen und gerne auch Joseph Beuys posthum alles Gute zum Geburtstag wünschen, zum 100. Geburtstag heute. Wir freuen uns, dass wir es machen können. Wolfgang und mir war ehrlich gesagt gar nicht richtig klar, dass unser Gespräch wirklich an dem Tag seines 100. Geburtstages ist. Und das haben wir erst in den letzten Tagen überhaupt gemerkt. Beuys ist aber jetzt für diese Reihe ein Anlass, um künstlerische Positionen von heute abzustecken. Trotzdem haben Wolfgang Thielmanns und ich uns in dem Vorgespräch darauf verständigt, dass es an dem heutigen Tage natürlich auch ein großes Bedürfnis dazu gibt, ein bisschen zu klären, in welchem Verhältnis steht man zu Beuys und wie ist das? Und ich habe heute noch mal in den Andres Feil-Film reingeguckt über Joseph Beuys und da gibt es einen zweiminütigen Ausschnitt aus wie man toten Hasen die Kunst erklärt. Wolfgang, kennst du dieses Bildmaterial dazu? Nee. Also Das war, das ist da. es ist überraschend und anders. Es ist auch, ich habe dabei auch erfahren, es ist auch inzwischen Bestandteil des Gymnasialunterrichts und es gibt kunstpädagogische Interpretationen davon. Und ich würde Amon Ritz, der die Technik hier betreut, mal bitten und dann vielleicht auch, wenn unsere Zuschauer, die jetzt im Moment ihr Bild nicht zeigen, dass wir die dann im Moment jetzt nicht groß auf dem Screen machen. Und Amon, wenn du den Ausschnitt aus dem Andres Feil-Film zeigen könntest, wäre super. Warst du hier in praktisch noch mal 10 Jahre in Klausur, nicht auf dem Land? Ja, ich hatte mich nicht gedacht, in einem modernen Kunstbetrieb teilzunehmen. Warum hast du dich denn eigentlich zu Aktionen entschlossen? Ja, ich glaube, das hat sich ganz organisch eben aus dieser Absicht entwickelt, dass man das erweitern muss, das Ding mit der Kunst.
ich finde den Ausschnitt beeindruckend. Also ich weiß nicht, Wolfgang, wie dir das geht. Ich fand auch super, dass der Galerist am Anfang die Vorhänge aufzieht. Und dann das eigentlich sehr wie ein Theater, und dann sitzt Beuys da mit dem golden geschminkten Gesicht und hat diesen es wirkt ja wie ein realer toter Hase, dem er dort seine Bilder erzeugt, und dieses ganze zur Vernissage eingeladene Publikum lässt er draußen vor der Galerie stehen. Und verweigert sich dem erstmal. Und wie guckst du auf solche Bilder? Was ich interessant fand, war, dass das einer der ersten Sätze war, wo er sagt, ich habe mich dem wollte nicht Teil im modernen Kunstbetrieb sein. Das ist interessant, dass es diese Trennung oder diese Benennung, so das ist der moderne Kunstbetrieb, auch 1956 gab. Das gab es wahrscheinlich auch 1916 und 2016. Aber dass er sich positionierte außerhalb des modernen Kunstbetriebs, was auch immer das er dafür empfunden hat, weil natürlich die belustigten Gesichter im Publikum zeigen wahrscheinlich, dass die genau denken, das ist der moderne, verrückte Kunstbetrieb. Also deine Frage konkret, wie schaue ich da drauf? Eben mit großer Faszination und einem also autobiografischen Distanz. Und zwar ist, als Beuys gestorben ist, 23. Januar 86, war ich gerade, also 17,5, und es war so genau der Moment, wo ich so mein inneres Coming Out als Künstler hatte. Aber ich war eben zu jung, um von meiner eigentlich Düsseldorf nahegelegenen Heimatstadt Remscheid jemals da irgendwie teilgenommen haben zu können oder dem nahe gewesen zu sein. Und somit habe ich Beuys immer nur als Phänomen der Rezeption nach seinem Tod wahrgenommen, was ja dann 13 Monate später starb Warhol. Und ich habe, beide Künstler wurden halt dann sehr stark diskutiert, wie mit ihrem Werk umgegangen werden kann und soll. Und aber da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber diese Art das Wort wirkt ausgetreten, ausgelatscht, aber Schaman ist ja wirklich, man kann es nicht anders bezeichnen, ne, dass er da eine schamanenhafte Figur darstellt oder ist, und das und dieses genialische, ich habe Kräfte, die andere nicht haben, oder projiziert, ist dann vielleicht auch, ist er der Letzte, der das so rübergetragen hat. Ich meine, es ist mit einer Selbstverständlichkeit, die eigentlich danach nicht wirklich möglich scheint mehr. Aber auch das Zitat mit seiner Distanz zum modernen Kunstbetrieb, also in den 60er und 70er Jahren war doch Joseph Beuys die Figur, die den modernen Kunstbetrieb personifiziert hat. Also es waren seine großen Ausstellungen in Guggenheim und all das. Und er war ja eine, fast eine Figur des Pops in der bildenden Kunst. Ja, also ich meine, die Frage bezog sich ja auf die Zeit nach seinem Studium, ne, dass er 10 Jahre nicht in der Kunst war, ne, oder in der modernen Kunstbetrieb.
Der hat bei Mataré studiert. Ne? Ja. Der Brustskulptur. Wie das stand in den 50er Jahren, dazu weiß ich nicht. Aber In der Vorbereitung hatten wir ein letztes Gespräch mit Milo Rau, wo es sehr deutlich ging um Beuys und Provokation und wie Milo Rau mit Provokationen arbeitet. Als wir dann über dich nachgedacht haben, also die schamanistische Position ist ja nicht eine, die deine ist. Die mythologische nicht. Was dich vielleicht am ehesten mit Beuys verbindet, haben wir gedacht, eigentlich war ja, dass du vor 5 Jahren einmal ja den Schritt gemacht hast und ganz weit von deiner Fotografie weggegangen bist und dich zu einem politischen Aktivismus entschlossen hast. Und das hat ja an einem bestimmten Punkt hat der Beuys nicht unwesentlich zur Gründung der Grünen in der Bundesrepublik Deutschland beigetragen und hat da auch sehr deutlich eine Position bezogen. Warum hast du vor 5 Jahren den Schritt gemacht und hast die Brexit-Plakate entworfen? Ich hatte schon gesagt, dass es mir eigentlich unangenehm ist, so schnell auf mich zu schwenken. Wir schwenken auch wieder zurück. Okay. Öffentlich mag mich nichts weiter berühren mit Beuys, aber persönlich hat mich die Arbeit schon sehr berührt. Und zwar habe ich seine Arbeiten oft als Stillleben gesehen wo ich eben auch stark mit Stillleben arbeite, aber die durch Fotografie erst zu Werken werden, sind ja, da ist bei ihm, die werden halt Environments genannt oder Installationen, aber es sind ja eigentlich auch Stillleben, Objekte, die arrangiert sind und da liegen oder hängen. Das habe ich eigentlich also wenig wahrgenommen, dass die werden dann Relikte genannt, oft auch als abschätzig, ne, dass die nicht das volle Werk zeigen, weil sie eben nicht mehr die Performance zeigen, aber das Stilllebenhafte an seiner Arbeit hat mich immer stark berührt und dass die man nicht verstehen kann in dem Sinne, das habe ich akzeptiert. Also zum Beispiel Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch. Das habe ich mehrfach in Frankfurt im MMK gesehen, mehrfach in der Tate Modern in verschiedenen Jahren und Zeiten. Finde einfach, diese Materialität ist etwas, was ich als solches akzeptieren kann und muss nicht diese Lesbarkeit selber in Worte fassen können. Dränge ich jetzt zu weit weg von deiner Frage. Frage war, warum habe ich mich engagiert für die EU und gegen Brexit vor dem britischen Referendum zum EU-Austritt oder zur EU-Mitgliedschaft? Dabei war mir im Vorfeld klar geworden, dass die Gegner der EU mit viel mehr Leidenschaft gegen die EU kämpften als die Befürworter. Und dass die Befürworter die EU als eigentlich unkaputtbar ansehen und eigentlich den Anlass aber auch als nicht wirklich
so leidenschaftlich verfechtbar empfinden, dass dabei eine eigene positive Sprache entstanden ist und die EU also eigentlich definiert wurde über ihren wirtschaftlichen Nutzen oder über wirtschaftliche Nachteile, die beim Austritt passieren könnten. Aber diese Aspekte der Völkerverständigung, des Friedensprojektes, der Offenheit und der offenen Grenzen, der Kooperation statt der jahrhundertealten Rivalität auf dem europäischen Kontinent und der damit verbundenen Blutvergießen, das hat niemand gewagt anzufassen. Und ich habe gedacht, obwohl jeder meinte, dass das Referendum auf keinen Fall verloren würde, hatte ich ein starkes Gefühl, dass es genau das passieren könnte, wegen der Leidenschaft der Botschaft. Und da habe ich dann spontan sozusagen aus Notwehr Plakate entworfen, und zwar eigentlich ganz klar mit dem Aufruf, vor allen Dingen sich zur Wahl zu registrieren. In Großbritannien ist eine, also kriegt man nicht eine Wahlbenachrichtigung in den Briefkasten geschickt, sondern muss sich erst selber für dieses, musste sich selber für dieses Referendum registrieren. Und mir war klar, was das für eine Bremse ist, ne? Dass alte Menschen, die EU-feindlich sind, sich natürlich eher darum kümmern als junge Studentin, die da voll im Leben ist und vielleicht da gar nicht dran denkt. Und somit habe ich diese Kampagne war ganz stark auf Registrierung, auf Wahlbeteiligung. Und das hat sich dann auch weitergeführt in den darauf folgenden Jahren, wo ich 2017 zur Bundestagswahl und 2019 zur Europawahl Kampagnen zur Wahlbeteiligung gemacht habe. Und das vielleicht können wir da auch mal die Seite 8 oder wir können durch das PDF insgesamt klicken, aber vielleicht die Seite 8 ist interessant. Dieses Wählen an sich, und das ist vielleicht eine Nähe mit Beuys' Impuls, ne, der Demokratieförderung. Ne? Ich hatte es auch im Text nochmal gelesen, wo wie klar ist das, wie nicht selbstverständlich Demokratie für jemanden aus der Generation von Joseph Beuys war. Und ich persönlich bin 68 geboren, habe eigentlich nichts mit der Nachkriegszeit zu tun, aber habe irgendwie das immer als ganz stark in mir empfunden, der Wert der Wahl und dass, wenn man sich nicht selber drum kümmert, man sich auch nicht über die Ergebnisse also kann man sich schon beklagen, aber man hat eben mit beigetragen, denn nicht wählen ist nicht neutral, ist einer der Slogans gewesen, dass eben in dem Fall 2017 jede Stimme, die nicht, der Satz darunter lautet, die Wahlbeteiligung am 24. September hat direkten Einfluss auf den Stimmenanteil der AfD im Bundestag. Gehst du nicht wählen, stärkst du aktiv Rechtsnationale. Und das andere ist kein Bock auf Nationalismus für eine gemeinsame Zukunft in Europa. Und jetzt können wir vielleicht auf die Seite 1 zurückgehen. Und das Ganze habe ich angefangen, wirklich eben aus einem Gefühl von Notwehr, weil es gab keine andere Stimme, die positiv
über dieses europäische Projekt sprach und hatte mich, hatte jetzt gar nicht die Frage unbedingt bedacht, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. Ich habe das als Bürger getan und meine Medien benutzt, die mir zur Verfügung stehen. Und dann ist es halt im Laufe der Jahre, also ist es natürlicherweise Teil meiner Sprache geworden. Und diese Trennung jetzt, ob das Kunst ist oder nicht, mir auch nicht so wichtig ist, weil es geht mir hier um die einfach um die Sache des Wählengehens. Als ich die Plakate nochmal angeguckt habe, hat mich auch bei der Bundestagswahl im Theater ist Kunst sehr oft mit Dissidenz und mit Asozialität konnotiert. Und du hast ja da wirklich zu konstruktiven Gesten gegriffen. Wirst du das bei der Bundestagswahl in diesem Herbst wieder tun? Nein, das oder zumindest habe ich es im Moment nicht. Geplant, obwohl ich eine Sache mich, also ich denke mal, also wer sich jetzt nicht bewusst ist oder es sind sich einfach die Leute sehr bewusst, was für eine enorme Gefahr die AfD ist und was eine Überraschung es wäre, wenn sie eben doch mehr als die 12,7% der letzten Wahl bekämen, dieses Wählengehen ist natürlich jede Wahl ein Auftrag, aber ich habe diese Poster immer so verstanden als Open Source Mittel, die ja auch frei runterladbar waren und frei vervielfältigbar waren und mich jetzt nicht selber als fortgehende Kampagne Originator sehe. Ein Ding, was mich interessiert, ist, was ja auch in Amerika mehrfach zu Wahlenverlusten geführt hat, war, ich glaube, Bill Clinton hat gewonnen, weil Ross Perot, ein Milliardär, ein dritter Kandidat war landesweit und irgendwie 1-2% der Stimmen bekommen hat, die genau gereicht haben, Bill Clinton die Präsidentschaft zu geben. Und ich glaube, bei Al Gore war dasselbe. Ne? Hat Al Gore gegen Bush verloren wegen 1%. Und bei uns gibt es nicht das Mehrheitswahlrecht. Mich ärgert, ist die Partei, die zumindest hier in Berlin, also ganz massiv Wahlkampf jetzt schon macht und in den letzten Wahlen auch 1-2% bekommen hat, die einfach diese ganzen Prozente zählen. Und ist etwas, was ich mit Aufmerksamkeit beobachte und wo mal eben so 3% oder so vielleicht verloren gehen könnten. Kurz bevor wir unser Gespräch angefangen haben, hatte ich auf Spiegel Online gesehen, gab es mit einem Biografen von Beuys nochmal ein Interview. Und Hans-Peter Briegel, der jetzt die gesamte Ästhetik von Beuys eigentlich zurückführt auf die Anthroposophie und ihm durchgängig eigentlich also ihn da als ersten Querdenker bezeichnet, das sicherlich sind Momente, also auch seine freiwillige Meldung zum Krieg als Bordfunker bei der Luftwaffe, auch der Absturz, auch die Mythologisierung seines Absturzes, sind natürlich fragwürdige Dinge. Aber jetzt ist das Gesamte, die Wirkungsmächtigkeit des Schaffens quasi auf eine unbewusste Rezeption rechten Denkens
zurückzuführen als Moment im Ganzen, frage ich mich, ob das nicht doch eine Verkürzung des Schaffens von Beuys ist. Ja, weil es ja auf alle Fälle ich immer ein Gefühl von Freiheit auch empfunden habe oder empfinde bei den Werken, die Freiheit, dass sowas möglich ist. Das hat mich zumindest auch als junger Mensch immer berührt, dass und diese Freiheit, anders zu denken und so zu denken, die hat er ja nun wirklich zutiefst verkörpert. Und insofern, ja, wie du gerade sagst, kann ich das nur bestätigen, dass, dass ich da jetzt keine eindeutige, also ja, ich keine eindeutige rechte, versteckte Botschaft sehe. Es ist natürlich merkwürdig, dass sein Redenschreiber oder wie ein früher Nationalsozialist war. Ich bin da nicht tief drinnen, aber die ganze Polarisiertheit dieser Jahre kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, dass einerseits eben lebende Nazis zu Millionen unter den Menschen lebten und gleichzeitig der Ost-West-Konflikt, Systemkonflikt mit all seinen Polarisierungen und Manipulationen stattfand, was auch zu einer Sprache geführt hat, die man heute, die einen heute komisch vorkommt zum Teil. Ich hatte den Text von Sonne statt Reagan mir mal angeschaut, dieser Song, den er wahrscheinlich 83, schätze ich mal, gegen den NATO-Doppelbeschluss gemacht hat und der in Formel 1 zur besten Sendezeit ausgestrahlt wurde, den ich damals auch sah. Und also der Anti-Amerikanismus im Text ist schon irre, ne? Dass da kommt Reagan und bringt Waffen und Tod und hört er Frieden, sieht er Rot. Er sagt als Präsident von USA, Atomkrieg, ja. Er will den Endsieg, das ist doch klar. Doch wir wollen Sonne statt Reagan. Das finde ich, oder wenn man so Fernsehdiskussionen sieht aus der Zeit, was da für sprachliche Eruptionen und Potenzial war, kann ich mir nicht so richtig vorstellen und deshalb kann ich es auch nicht genau beurteilen, wie man wen für was verantwortlich halten kann heute. Aber er war doch in den frühen 60er Jahren der deutsche Künstler, der zuerst Fluxus in Deutschland auf einer bestimmten Ebene populär gemacht hat und der Fluxus-Mechanismen benutzt hat, der das Happening in der Kunst installiert hat und damit auch die Materialien, mit denen er umgegangen sind, ist ja etwas, was den bis dahin herrschenden traditionellen Kunstbetrieb eher durcheinander gebracht hat und desorientiert hat. Und er wurde in meiner Jugend, ich bin fast 10 Jahre älter als du, aber natürlich auch immer als eine linke Ikone gesehen. Ja, also so habe ich es auch verstanden. Und wie gesagt, also diese Möglichkeit der Kunst, die Möglichkeiten der Kunst aufzutun, aufzuzeigen, das ist ja zu der Zeit, obwohl es Dada und alles Mögliche vor Krieg gab, musste ja nach dem Krieg alles nochmal neu aufgebrochen werden. Und diese Freiheit, das Potenzial, das dafür hat er gestanden und das hat er vor allen Dingen auch getan, ne? Also physisch, und hat sich dafür auch
alle der Feindschaft ausgesetzt, die er erlebt hat. Und ja, und man darf auch, also das ganze, also dieser historische Moment, dass gleichzeitig das Atom, ne, diese nukleare Bedrohung, glaube ich, in einer nicht mehr für uns nachvollziehbaren Weise im Zentrum stand. Dass also Zivilisation nach dem Zweiten Weltkrieg in der Kunst neu gedacht werden musste und gleichzeitig man diese neue Dimension der atomaren Zerstörung und naturwissenschaftlich und damit auch philosophisch irgendwie versucht zu verstehen. Gleichzeitig bin ich natürlich auch sehr froh, dass seine faschistische Vergangenheit in so einem Moment von dem 100. Geburtstag auch diskutiert wird und dass sie halt auch in der Interpretation des Werkes auch da Fragen hinterwirft. Aber also heute wäre man wahrscheinlich kritischer. Ganz sicher. Du hast gesagt, das Stillleben an ihm fasziniert dich und du hast ein großes Interesse für Stillleben und deine Fotos haben ja auch sehr oft was Arrangiertes. Was ist für dich an dem Stillleben aufregend? Aufregend ist die Beobachtung der Dinge an sich, die ich da ansammle. Denn Stillleben sind für mich nur in manchen Fällen unmittelbar das Resultat von einer Inszenierung von Anfang bis Ende, sondern sind oft eine unbewusste Inszenierung gemischt dann mit einem zunehmenden Einflussnehmen. Will sagen, dass ich Dinge erstmal vielleicht beiläufig auf einem Fensterbrett abgelegt habe und dann erst über Zeit ich was dazu tue, dann sich eine Pflanze so entwickelt hat, dass sie da von oben reinhängt und dann sich am Fenster, weil es ein Jahr nicht gewaschen wurde, einen matter Belag abgelegt hat und eine Transparenz plötzlich nicht mehr so da ist, sodass plötzlich Vorder- und Hintergründe und die Objekte, die da liegen, sich mir in einem Moment darstellen oder ich sie erkenne und als Bild und dann das Bild mache und dann eigentlich auch nicht mehr zu dem Sujet zurückkehre. Und bei anderen findet das innerhalb von einem Tag statt, in anderen ein Jahr oder drei. Aber das ist eigentlich ein Nachdenken über Objekte, über dreidimensionale Objekte ist, die ich, aber ich habe Fotografie gewählt, auch als Medium, weil es mir eine ökonomische Möglichkeit gibt, über die dreidimensionale Welt nachzudenken, dass ich diese Arrangements nicht in eine Vitrine legen muss, dass ich die Jeans, die über einen Türpfosten hängt, als Skulptur wahrnehmen konnte, aber sie nicht dann in einem montierten Pfosten in einer Vitrine oder in einem Galerieraum montieren wollte. Das ist bei anderen Künstlerinnen und Künstlern ist das eine Praxis, die funktioniert. Aber mich hat gerade das Übersetzen ins Flache und damit in das Tragbare, in das Transportierbare, das auch Vergrößerbare, Veränderbare der Fotografie irre interessiert und damit auch die Einfachheit des Mediums, die dann wiederum als Blatt, einfach nur als schlichtes Blatt an der Wand
hängt, mit all der Kraft und der Schwäche und Fragilität, die da drin steckt. Und das ist bei seinen, bei Joseph Beuys, ja, ist natürlich dieser, zum Beispiel auch dieser Moment des Festhaltens nicht möglich, ne, weil man sieht halt die Zuckerverpackungen von 1956 in Regalanordnung, die einfach unweigerlich weiter gilden. Das ist, das hat seine komplett eigenen Reiz und Sprache. Und das finde ich auch reizvoll. Ne? Vielleicht deshalb spreche ich über Beuys als Stilllebenmacher, weil es eben so bewusst die Vergänglichkeit dieser Dinge auch mit einbezieht. Ich bin Beuys unendlich dankbar, weil in diesem ganzen Performance- und Theatersektor war Beuys immer ein Freibrief, Ästhetiken anders zu denken. Also, und ich glaube, also zum Beispiel das Werk von Schlingensief gäbe es ohne das Werk von Beuys nicht. Also, und man kann auch das gesamte Werk von Schlingensief eigentlich als ein Reenactment von Beuys lesen. Also und auch, da spielt er auch eine große Rolle, dieser gemeinsame Herkunft aus Oberhausen und aus Kleve. Du bist ja nicht ganz weit davon aufgewachsen. Bergisches Land, Remscheid, ja. Dafür bin ich extrem dankbar und auch für die Unverschämtheit, mit der er die Assoziationen von eines Werkstoffs wie Fett durchgezogen hat in seinem Leben. Das ist lustig, weil ich wollte gerade dieses in die Kamera halten. Ich hatte 1987 eine meiner ersten Reihen von Schwarz-Weiß-Fotokopierarbeiten war eine Artikel aus der Bild-Zeitung, den ich gefunden hatte. Fettecke, kann Butter denn Kunst sein? Fragezeichen. Und dieses, und das habe ich dann fotokopiert und kollagiert mit einem Text, der hier im oberen überhalb des Artikels steht, wo sich die über die Hamburger Hafenstraße, wo berichtet wird, wie sich die Bürger empören über die Hafenstraßebewohner und diese Empörung über die Fettecke und die Empörung über die Fettecke stand direkt nebeneinander in der Zeitung 87 und dieses Potenzial für die Fettecke ist ja ein victimless crime. Es ist gar kein Crime, es ist kein Verbrechen, aber es gibt ja wirklich kein Opfer. Und dieses Potenzial von einer Geste, dass es die Leute so verrückt macht, so wild macht, nur eine Ecke mit Fett auszukleiden. Das hat mich extrem berührt und das ist vielleicht, wofür wir auch alle der Kunst dankbar sind oder warum Schlingensief Beuys dankbar ist oder weil eben dieses Potenzial zu denken ausgenutzt wurde. Und ja, ich glaube, es hat ja, also ich bin mir, ich weiß nicht, ob ich mir sicher sein kann, aber ich denke mal, dass Joseph Beuys das nicht als Scherz gemacht hat oder als Provokation gemacht hat und dieses Entmachtende, dieses Entschuldigung, Entwaffnende an so einer Geste, dass sie ja nun wirklich niemandem wehtut, aber trotzdem so eine Reaktion hervorruft, zeigt die Kraft der Kunst und dasselbe
fand ich auch immer an der Provokation, die der Satz "Jeder Mensch ist Künstler" hervorgerufen hat. Also warum ist das so provozierend? Und ich habe das nie nie so kontrovers gedacht. Ich habe das einfach nur als Möglichkeit gesehen, als Inklusion, eingeschlossen zu sein, also mit dabei zu sein, potenziell. Denn wenn ich ausgeschlossen bin, also wenn ich kategorisch ausgeschlossen bin vom Künstlersein, vom Gestalten, habe ich auch keine Lust, dabei zu sein. Aber weil ich kategorisch dabei sein kann, ist es an mir, einen Beitrag zu tun, zu bringen, zu geben. Das heißt ja nicht, dass jeder Künstler sein muss dann oder künstlerische Arbeit machen muss. Aber ich sehe das einfach als Einladung, dem Ganzen nicht, also sich nicht ausgeschlossen zu fühlen und das als feindlich anzusehen. Und diese Trennung zu überwinden, dass diese Fettecke ein feindlicher Akt ist. Jetzt wollte ich gerne wieder auf dein, du hast vorhin gesagt, in dem Jahr, wo Beuys gestorben ist, da hast du eigentlich angefangen, Kunst zu machen. Mhm. Deine frühen Arbeiten sind doch eng verbunden mit englischer Kultur, mit englischer Rave-Kultur, mit dem Aufkommen von Clubs und der Fotografie, die sich daraus und die sich dazu in Beziehung gesetzt hat. Ja, ich ist vielleicht auch noch genau. Ich wollte noch mal mehr darauf eingehen auf diese Zeit, die ab 86, weil in der Beuys stark diskutiert wurde. Es war ja eigentlich auch die Zeit, wo eine neue Generation Künstler, die seit Anfang der 80er gearbeitet haben in Europa und Amerika zu dann starker Präsenz kamen, wie Jeff Koons, die Künstler der Metro Pictures Generation, Richard Prince oder auch Jenny Holzer. Und also eine völlig andere Kunst als die von Beuys, aber in der in und die dann absolut bestimmend war bis in die ganz frühen 90er Jahre, wo 90, 91 dann plötzlich ein Kunstmarkt-Crash war und irgendwie klar war, dass die 80er in gewisser Weise zu Ende waren, dass es eine neue Art Objekt zu denken braucht, ne? Weil einerseits befreiende Umgang, wo das herkam mit Objekten in den Anfang der 80er Jahren, wo auch Dinge möglich geworden sind, die in den Minimal-Jahren davor vielleicht nicht möglich waren, waren Ende der 80er für eine Objektbetontheit und Produziertheit und Production Values gewandte Arbeitsweise, die plötzlich in den Anfang der 90er Jahren fehl am Platze schien. Und das war glücklicherweise vielleicht der Moment, wo ich meine Sprache gefunden hatte. Aber ich wollte noch mal kurz auf diese Zeit in der nach Beuys Tod eingehen. Was ich da irgendwie sehr stark verfolgt hatte, war die Diskussion um die Möglichkeit der Reinstallation seiner Installationen und Environments und der Streitigkeiten, die dann entstanden in den Jahren danach aus Erben und Nachlass und eigentlich so die Unmöglichkeit, dass man Beuys ausstellen kann, am Horizont stand oder
klar wurde und wie man damit umgeht. Und das hat mich ja sehr irgendwie interessiert und vielleicht auch unterschwellig war das vielleicht auch eine Sache, die dazu geführt hat, dass ich von praktisch ganz Anfang an die Räume, die Installationen, die ich eingerichtet habe, genau vermessen habe und auf Millimeterpapier festgehalten habe. Und also dieses Interesse von ephemerem Material und Zeit und Raum, das hat sicherlich einen Eindruck hinterlassen oder eine Prägung auch gehabt. Und 86 war auch eben in Tschernobyl, das war für mich eine sehr prägende Zeit, ne, 86, 87. Und dann ist hatte ich immer dieses Interesse für Hochkultur und Popkultur, für Musik was heißt Hochkultur, also bildende Kunst und die Leidenschaft für Popmusik und Jugendkultur und Kleidung als Ausdrucksmittel. Und da passierte dann 1988 der Summer of Love, mit der Umwandlung von Chicago House Music in Acid House Music in England und wo plötzlich eine neue Jugendkultur geboren wurde, die auch die Produktionswerte, die Kleiderregeln, den Designerlook der 80er Jahre zurückwies und auch die Arroganz und die Zugangs-, die Beschränkungen von Clubs zurückwiesen und eine neue Clubkultur, wo einfach ein T-Shirt und Jeans ausreichte und es irgendwie eine Art Utopie im Nachtleben von friedlichem Zusammenleben gelebt wurde. Und das hat mich enorm berührt und das wollte ich weitertragen, raustragen, festhalten, auch in dem Sinne, dass das, was hier möglich ist, kann auch morgen schon wieder vorbei sein, kann verboten sein, verboten werden. Und da hatte ich eigentlich so ein ganz starkes Bewusstsein, dass diese privaten Erlebnisse, obwohl sie nicht als politische Handlungen initiiert wurden oder so empfunden wurden, doch ganz klar für mich eine politische Dimension hatten. Und für mich hat im Nachtleben bis heute so eine starke politische Dimension. Wir hatten ja da auch vor einem Jahr, als ich noch Intendant der Kammerspiele in München war, hast du mich ja auch auf diese Kunstedition zugunsten der Clubs aufmerksam gemacht und auch versucht, die Münchner Clubs mit zu unterstützen. Und das ist ja ein Motiv, was dir bis zum heutigen Tage wichtig ist, oder? Ja, weil aus den Gründen, die ich eben genannt hatte, man angstfrei Körper zusammen sein können. Safe Spaces, lange bevor es das Wort Safe Space gab. Und das sind eben auch immer Räume und Räume, die natürlich in Städten sind, denn Nachtleben braucht eine kritische Dichte und diese Räume sind eigentlich kontinuierlich in den letzten 20 Jahren immer weniger geworden und Freiräume in den Innenstädten in fast allen Ländern sind weniger geworden bis hin zu praktisch nicht mehr für vorhanden.
weil natürlich auch die Unvernunft von Nachtleben, die Unvernunft, eine Nacht durchzutanzen, ganz klar im Gegensatz zu einer durchökonomisierten Welt steht. Und also Tanzen, Nachtleben und Kunst sind nicht dasselbe, aber was sie vereint, ist eine gewisse Unvernunft, die trotzdem sehr wichtig ist, sehr wertvoll ist und und erstmal nicht in, es ist Kultur, die man nicht messen kann in normalen Skalen von Effizienz, was der Wert von gemeinsamen Tanzen ist oder was der Wert von Kunst im Raum ist. Ich hatte in der Vorbereitung mir auch nochmal diese Taschenedition von den Four Books zugelegt, die ja wirklich, wirklich fast umsonst im Buchhandel zu erwerben ist. Ich, 20 Euro kann man das machen. Ja, ich weiß nicht, wie die das machen. Man spürt da ganz, ganz stark durch, was sich in den 80er und 90er Jahren da bewegt hat. Und man kann in den vier Büchern eigentlich auch eine Entwicklung von dir noch mal gut nachvollziehen. Ich bin ja, was die Clubs anbetrifft, bin ich ja ein bisschen hoffnungsfroher als du, weil ich davon ausgehe, dass in Berlin mindestens 5, 6 große Shopping-Malls pleite gegangen sind und nach der Pandemie vollständig leer stehen. Und bei den Clubs und bei den Projekträumen und bei den, was man mit Kultur füllen kann, würde ich ja sagen, in dem Sinne, wie Beuys das angelegt hat, sollte man jetzt vielleicht aus dem postindustriellen Räumen rausgehen und sich für die Postkonsumräume interessieren. Und es ist ja auch gerade in Berlin ist ja die Entscheidung gekommen, architektonisch Clubs wie Kulturstätten zu behandeln und nicht mehr wie kommerzielle Orte. Und das sind ja zumindest diese Berliner Entscheidung ist ja für die Clubs auch sehr wichtig. Meine, genau, das, was ich eben gesagt hatte über Städte und das geht bis zu Corona. Ich habe mich bis jetzt, was ich beobachte natürlich wie alle genau, wie sich alles entwickelt, aber ich versuche da noch nicht zu großem Optimismus oder Pessimismus mich ja hinreißen zu lassen, ne? weil alles, was man irgendwie an Corona-Effekten positiv finden kann, ist auch pietätslos vor, das jetzt irgendwie als was Gutes darzustellen. Das meintest du nicht, natürlich nicht, ne? Aber das wie sich das alles verschieben wird, das wird sich zeigen und aber ich denke mal, dass du da schon auch recht hast. Ne? Denn das ist, also Nachtleben ist natürlich und diese Kultur oder das vereint vielleicht auch Künstler und Musikkünstler und Tanzende und sich amüsieren Suchende auch finden Räume. Die finden Räume und da werden wahrscheinlich auch ein paar Räume jetzt frei werden, die neu besiedelt werden. Aber du hast natürlich vollständig recht, dass zum Beispiel in Berlin ein Drittel der Musiker ihren Beruf aufgegeben haben, ist natürlich eine Riesenkatastrophe. Und pietätlos gegenüber den Opfern von Corona war, ist das Letzte, was ich gerade sein wollte. Klar, ja. Also die wir haben jetzt eine Stunde untereinander geredet. Wäre es okay, wenn wir das auch für die Zuhörer, Zuschauer freigeben? Ja. Zuhörer bitten auch ihre Kameras anzumachen?
habe ich alle, was ich so an Gedanken hatte. Ich hätte dich sonst gerne noch, vielleicht benutzen wir es jetzt auch noch, fast aus dem Zusammenhang gerissen, hätte mich noch riesig diese Frage von mir als Theatermensch natürlich interessiert, wie war die Erfahrung, ein Bühnenbild zu machen? Borg Requiem. Ich weiß, es ist jetzt vollständig zusammenhangslos zu Beuys und auch, aber trotzdem würde mich das total interessieren. Und währenddessen können ja alle anderen, die ihre Bilder anmachen und ihre Fragen äußern oder schicken oder was auch immer. Ja, ich meine, dass die Möglichkeit, dass das mal kommt, so eine Anfrage, dass habe ich natürlich schon mal bedacht, ne? weil Künstler ja doch hin und wieder gefragt werden, eingeladen werden zum Bühnenbild. Als ich 2014 oder 15 für deine beiden Auftakt-Saisonhefte an den Kammerspielen fotografiert habe und dort eben auch nochmal ganz intensiv den Bühnenapparat erleben konnte, wusste ich nicht, dass ich praktisch 2 Jahre später eingeladen werden würde von der English National Opera für die erste Inszenierung von Benjamin Brittens War Requiem als Oper eingeladen zu werden für das Bühnenbild. Und bei den Vorgesprächen hatte ich sie eben gefragt, was beinhaltet das denn eigentlich alles? Und dann sagten die, alles, was du siehst. Also der Designer, der Titel dort ist einfach Designer. Und also es gibt den Director, den Daniel Kramer, und den Dirigenten und den Designer. Und da war in dem Portfolio ist schlicht und ergreifend alles, was man auf der Bühne sieht, also inklusive Kleidung und gesamten Objekten. Und das war eine irre Herausforderung, das ganzheitlich zu sehen. Und Daniel Kramer hat mich in die ganze Genese des Projektes komplett eingebunden, wo es eben einfach kein Vorbild gab, denn es ist ja eigentlich eine Messe. Mhm. Und deshalb gab es keine anderen Inszenierungen als Oper. Und es hat natürlich eine enorme Fallhöhe gehabt, denn dieses Werk ist weltweit viel geliebt, aber in Großbritannien ist es halt eins der modernen Meisterwerke. Und sich daran nun zu vergreifen und dann daneben zu liegen und irgendwie eine überladene Oper zu machen, das hatte schon auch ein Risiko. Und das war also eine Erfahrung auch an auch Zeit, ne, also 24 Monate war das Ganze bis zur Premiere. Würde ich gerne wieder machen und hat wirklich viel Spaß gemacht. Und das Ganze ist dann gewandert letztes Jahr, hatte Premiere am 1. März 2020 in Kaohsiung in Taiwan, in der Mitte der Pandemie, in Taiwan so gut begrenzt werden konnte, dass das Ganze noch stattfinden konnte. Also das war noch ein besonderes Erlebnis. Und jetzt im September wird das Ganze in Barcelona wieder aufgeführt. Über Facebook haben wir eine Frage gekriegt, die jetzt ganz woanders hingeht. Jens Spahn hat letztens auf eine Frage zum Clubsterben gesagt, queere Clubs würden sterben, weil sie nicht länger gebraucht werden und nicht wegen der Pandemie. Wie stehst du dazu? Das Wort queer für mich ist gar nicht so sehr ein Wort, was auf homosexuell bezogen ist. Also ich habe viele Freunde,
die heterosexuell lieben, aber sich doch auch als queer oder bezeichnen würden, das ist einfach eine andere Art, über Sexualität oder Körper und Geschlechterzuweisung nachzudenken, zu leben, ein anderer Umgang, das und diese anderen Wege zu denken und zu fühlen, die einfach zahlenmäßig nie im Mainstream dominant sein können, ne? Weil es ist einfach so, dass es nur wenige sind, die so fühlen oder sich so identifizieren. Und deshalb braucht es immer Orte für die. Die werden ist leichter etwas, was eine Kette, die mehr Geld bezahlen kann, irgendwo reinzusetzen. Und insofern kann ich mit Jens Spahn da nicht übereinstimmen. Ich finde, wir brauchen Clubs. Also, und wenn Herr Spahn die nicht schätzt, dann ist mir das wurscht. Und ich würde dann immer dafür kämpfen, dass das ermöglicht wird. Ich meine, er meinte das ja nicht clubfeindlich, vermute ich mal. Ne? Er meinte es einfach, dass es die er wollte damit sagen, dass die Emanzipation von Schwulen und Lesben so weit fortgedrungen ist, dass es keine ausdrücklichen queeren Clubs geben braucht. Das, nur so kann ich das verstehen, ne? Weil also dass er so zufrieden ist mit dem Maß der Emanzipation und das kann man natürlich einerseits sicherlich gibt es also eine viele jüngere Leute, die tatsächlich nicht unbedingt in dieser Kategorie ihre Ausgehoptionen suchen, sondern die da wirklich komplett durchmischt sind. Aber die Notwendigkeit für Schutz, für alternative Räume, Kulturräume, finde ich, ist absolut ungebrochen. Hat jemand anders eine Frage an Wolfgang oder nicht? Wolfgang, du hattest noch deine Notizen durchgeguckt und gesagt und geguckt, ob du noch irgendwas vergessen hast. Ich hatte was du gerne erzählen wolltest. 7000 Eichen fand ich interessant, darüber mehr zu lernen nach einer Weile in den letzten Jahren, weil ich hatte bei der Bundestagswahl versucht, auch Spenden zu bekommen, um einfach mehr Plakate drucken zu können, die wir versandt haben, kostenlos versandt haben, bewusst an Ziele, an Adressen außerhalb der Kunst oder Kunstszene. Es war nicht bewusst, die Kunstszene auszuschließen, die war mit eingeschlossen, aber es war bei all meinen Kampagnen immer die von Between Bridges organisierten Kampagnen Ziel, über die Kunstwelt hinauszureichen. Und um das möglich zu machen, braucht es, also hilft mehr Geld. Und dann hatte mir jemand mal erzählt, der Beuys intim erkannte aus der Zeit, und dass also 7000 Eichen hatte er gedacht auch, er könnte da ganz gut bei seinen Sammlern Spenden einholen und dass das sich realisieren lassen würde. Und da hatte er auch das Ganze über Plakate versucht, die Spenden einzuholen, und das Ganze ist also hat erheblich weniger gebracht, als er erhofft hatte. Also er war, glaube ich, recht schockiert,
Und das ist einfach so eine interessante Beobachtung, dass dieses Fundraising, wie kann Aktivismus finanziert werden? Ob es ist nun die Auktion oder das oder die Spende oder die niedrigschwelligen Kleinbeiträge und das dass er da mit selben ähnlichen Mechanismen zu tun hatte, fand ich interessant. Und bei dem Projekt letztes Jahr 2020 Solidarity von Between Bridges, wo über 50 Künstler Plakate gemacht haben für zum Verkauf durch fast 100 Organisationen, die durch Corona gefährdet waren, in 20 Ländern. Da sind wir den Weg gegangen, dass die einheitlich 50 Euro kosten und haben so über 1 Million Euro für diese, also konnten die teilnehmenden Organisationen einnehmen. Und das waren halt 20.000 Einzelentscheidungen, Menschen, die gesagt haben, ich tue das, ich kaufe das. Was am Anfang hatte ich da nur an das Geld gedacht, was diese Transaktion bringt, weil das Dringlichste natürlich auch war erstmal. Aber was sich dann herausstellte, ist, dass diese 20.000 Akte auch eben immer ein Akt des Kunstwerk kaufen, es mit danach mit Kunst leben und vor allen Dingen, weil die Poster eben nicht zentral durch Between Bridges vertrieben worden, sondern immer jeweils von den davon profitierenden Orten, Clubs oder Galerien, Organisationen, Community Center, war es immer der Kontakt direkt mit denen und den Spendern, sodass daraus ganz starke auch also Austausch und Verbindungen entstanden sind. Aber das, ja, also dieses 7000 Eichen Projekt ist faszinierend und schön und aber eben auch interessant zu gucken, wie das funktioniert hat und wie es nicht funktioniert hat. Marie Rosenkranz wollte eine Frage stellen. Ja, gerne. Bin ich zu hören? Ja. Okay. Ja, vielen Dank für das Gespräch bisher. Ich finde das sehr spannend. Ich würde ganz gerne zurückspringen zu einem Punkt am Anfang, den ich sehr spannend fand, den du, Wolfgang, ich sage jetzt einfach mal du, genannt hattest, nämlich, dass Beuys auch so ein bisschen die letzte schamanenhafte Figur war. Und mein Eindruck ist, man könnte das auch über diese politische Künstlerfigur sagen, also diese total personenzentrierte Form politischen Aktivismus in der Kunst zu betreiben. Und ich finde das so auffallend, wie du, Wolfgang, dich dann ganz anders zu deiner Arbeit verhältst, also dich fast ja total zurückziehst und keine Autorschaft beanspruchst. Und ich wollte fragen, ob wir da vielleicht noch mal ein bisschen mehr drüber reden könnten, was das eigentlich bedeutet für dich. Also warum glaubst du, dass man sich auf diese Weise jetzt politisch auch engagieren sollte? Was steckt da für eine Entwicklung hinter? Also, dass man sich so engagieren sollte, das meine ich natürlich nicht. Das hast du wahrscheinlich jetzt auch nur sprachlich so, das ist so rausgekommen, dass es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten des Engagements. Das Entscheidende ist, es sich nur zu sich zu trauen, es tatsächlich zu tun. Denn also die Leute sind erheblich politischer geworden, aber nicht mehr gehen in die Politik. Und eigentlich
ist halt auch das also die Entscheidungen finden eben vor allen Dingen in den Parlamenten statt und die sind durch Parteien besetzt. Und der Weg der Teilhabe ist eigentlich durch Parteien. Und da, also alle Kommentare, die man am Stammtisch oder im Freundeskreis oder sonst wo macht, sind bei weitem weniger wirksam, als wenn man sich im Ortsverband einer Partei engagiert. Und das ist irgendwie in diesem Kleinen stattfindet und dass man nicht zu stolz sein soll, dass wenn seine Meinung nicht sofort Wirkung zeigt, man die Flinte ins Korn wirft. Ich hasse nicht viel. Ich finde das Wort Hass, also hassen, irgendwie unangenehm. Aber ich hasse es, wenn Leute sagen, wählen bringt ja doch nichts. Das so ein die da oben und das hat alles gar keinen Sinn. Und das ist so, finde ich, ein Schlag ins Gesicht für all die Veränderungen und all die gesellschaftlichen Verbesserungen, die eben durch Demokratie möglich geworden sind. Und das ist aber eben etwas extrem Uncooles, ne? Also sich für Demokratie stark machen oder sich für dieses ganze Thema europäische Einigung und Union trotz all der Probleme, die die hat, sich einzusetzen, ist halt nicht gerade ein besonders romantisch hoch angeladenes Thema. Und gerade, also nicht gerade deshalb interessiert es mich, aber ich war mir nicht zu stolz, es irgendwie zu tun. Und Wahlbeteiligung ist einfach das Größte, was es, also das ist, damit kann man Wahlen ändern, gewinnen. Und da bin ich irgendwie ganz so zielgerichtet in meiner und will eigentlich darüber nachdenken, wie kriegt man Wahlbeteiligung hin, Partizipation. Weil wenn die Leute sich getrennt fühlen von den Entscheidungen, dann wird es gefährlich, ne? Und das passiert für viele Menschen, für manche aus diesem Grund und andere aus jedem Grund. Ich kann nicht für jeden sprechen, der sich nicht, die sich nicht repräsentiert fühlen. Es gibt sicherlich gute Gründe, vielleicht sich nicht voll repräsentiert zu fühlen. Aber ich persönlich kann mich halt habe mich für diesen Weg entschieden. Und damit wäre es eben auch dann konträr, dass nun mehr als nötig an meiner Person aufzuhängen. Es gab noch eine Frage auf Facebook. Inwieweit spielt das Element des Zufalls bei Ihren Fotos der Motivfindung eine Rolle? Ist ein großes Equipment dafür notwendig? Nein, man muss wissen, was eine Kamera für einen tun kann. Also es gibt keine per se schlechte Kamera, es gibt nur Erwartungen, die nicht zusammenpassen zu dem Gerät, was man benutzt. Na, wenn man weiß, was dieses Gerät bringen kann, tun kann, und es dann lassen sich eben gute Dinge mit einfachen Mitteln erzielen. Und persönlich hat mich immer interessiert, Bilder zu machen in einer Weise, die zeigen, die widerspiegeln, wie es sich anfühlt, durch meine Augen zu schauen. Also das,
Das ist ne, das Reale, was die Linse auf die Netzhaut projiziert. Das ist ein relativ unscharfes Bild. Deshalb mache ich den Unterschied zwischen, wie es sich anfühlt, weil das Gehirn entwickelt die Bilder von dem relativ schlechten Netzhautbild. Und dieses, deshalb war für mich immer eine relativ, also war Kleinbild ausreichendes Format und die Idee von Special Effects oder von einer überhöhten Ästhetik für mich nicht notwendig oder interessant. Ne? Das ist überhaupt kein Werturteil für andere, aber und der Zufall ist, den lade ich mit ein, aber ich versuche so viel zu kontrollieren, so viel zu bestimmen, wie ich kann und versuche zu wissen, wann ich damit aufhören muss und das Leben mit als gestaltendes Element immer auch mitnehme und willkomme. Auf Facebook gab es noch eine Frage, wenn man Summer of Love auf Boys bezieht, dann was ist interessanter, mit dem ersten oder mit dem zweiten Summer of Love? Ah, meinte, also den 1969er. Genau. Also, beides, aber das Partizipatorische, die Teilhabe war sicherlich im zweiten, also hatte, glaube ich, schon eine ganz starke Durchdringung durch verschiedene Klassen und Szenen, die ich ich habe nie wirklich eine Ahnung gehabt, jetzt 69 die Leute wirklich, wie viele davon Hippies waren. Ne? Das ist ja immer interessant, dass das, was man glaubt, als Zeit, wie ein Zeitgeist war. Und wenn man dann die Bilder sieht von Einkaufszonen oder so, wie die Leute aussahen, dann sahen die schon anders aus, als was die die Bebilderung eines Jahrzehnts da anmuten lässt. Das sehe ich aber nicht als Problem, denn bestimmte Bilder sind auch sprechen über die nicht unbedingt nur über wie mehrheitlich die Menschen aussahen, sondern wie die Wünsche, wie die Hoffnungen, wie die Träume einer Zeit waren. Und da war es wahrscheinlich beide Summers of Love, haben nicht die Mehrheit der Bevölkerung erreicht, aber trotzdem, glaube ich, beachtliche Teile. Valeska Lamberti fragt, Sie sprechen wunderbarerweise davon, dass vieles, was erlebbar, fühlbar ist, wie zum Beispiel Tanzen, nie nachweislich faktisch messbar sein wird. Wie empfinden Sie die digitale Entwicklung im Zusammenhang mit dem fühlenden Menschsein und dessen Ausdrucksweise in Kunst und Kultur? Verändern wir uns im Fühlen wahrnehmen? Also auf alle Fälle, ich glaube, also meine Neuronen sind, jetzt so alt, dass da nicht so viele neu hinzukommen oder sich neu verbinden. Aber die junge Gehirne, die im Wachsen sind, im noch im Neuronen vernetzen sind, muss es ja einen irren Einfluss haben, wenn man 5 Stunden am Tag auf ein Mobiltelefon guckt und die die Befriedigungsreize, das sehe ich schon extrem mit Sorge, dass
das Lustzentrum praktisch im Sekundentakt angesprochen wird und befriedigt werden kann und angesprochen wird und befriedigt werden kann und bei Nichtbefriedigung eben auch Unglück empfunden wird. Und die Menge an Unglück, die Menschen empfinden, allein sein oder Ausgeschlossenheit, ausgeschlossen sein, da macht man sich gar kein Bild von, glaube ich. Ne? Was das wiederum, wie das dann im Hirne eingeschrieben wird, das ist die pessimistische Seite. Und die optimistische Seite ist natürlich, dass man 1920 auch überhaupt nicht absehen konnte, was es bedeutet, für plötzlich Millionen von Menschen Geschwindigkeit zu erleben. Ein Zug, eine Bahnreise, eine Autofahrt. Geschwindigkeit ist etwas, was es einfach praktisch so nicht zu erleben gab und wahrscheinlich auch eine extrem fundamentale Verschiebung von Parametern der Wahrnehmung dargestellt hat. Und insofern ist eigentlich das besonders Beachtliche ja eigentlich, wie das menschliche Hirn sich adaptiert und irgendwie mit Dingen in kürzester Zeit umgeht. Und insofern, ich bin da eigentlich auch optimistisch. Wolfgang, wir sind jetzt, kriegen wir, glaube ich, keine richtige Zusammenfassung mehr hin. Aber das ist doch, ist okay. Ich meine, ich denke, es ist okay. Es ist, ich hoffe nur, also das, genau, mir war natürlich, ich habe gehofft, dass niemand erwartet, dass ich als Josef Beuys Spezialist spreche. Aber als du mich gefragt hast, hatte ich doch spontan das Gefühl, dass ich mir im Laufe von 35 Jahren doch immer wieder Gedanken gemacht habe und zu seinem Werk und es dann ja zu diesem in diesem Jahr mit dieser Vielfalt von Veranstaltungen und ist irgendwie hier so ein Zoom-Talk vielleicht ein angemessener Ort ist, da mal drüber zu sprechen und ja, also wirklich, einerseits ist es eine völlig andere Welt, der ich mich nie nahe gefühlt habe, und auf der anderen Seite zeige deine Wunde, stand auf meiner Kladde im College, habe ich die drauf geschrieben, 1990, das Rudel in Kassel, wie gesagt, der Blitzschlag, es gibt die Postkarte, die Filzpostkarte, die Holzpostkarte, die Postkarte, Demokratie ist lustig. Es gibt ja schon viele Dinge, die mir irgendwie mich berührt haben. Und insofern hat mich es gefreut, darüber heute sprechen zu können, über ein paar Aspekte. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke unseren Zuhörern. Ich danke auch der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und insbesondere Susanne Gensheimer und Isabel Malz. Und wir versuchen wir werden die Reihe fortsetzen am zweiten Mittwoch im Juni. Und wir wissen noch nicht genau mit wem, aber ganz sicher mit einer Frau, die wir einladen. Und ich unterhalte mich immer gerne mit Wolfgang Thälmanns und ich hoffe, dass wir die Beuys-Anhänger nicht verärgert haben. Vielen Dank. Gut. Das war schön. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Schönen Abend. Wunderbar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.